Sam, heute bin ich mit euch im Schatlin-Park in Burtenbach in Bayern. Da erzähle ich euch was über Bäume. Mal was ganz anderes. Lasst euch überraschen. Genießt die Ruhe hier wieder. So, das ist der Park. So, nun komme ich zum ersten Baum. Die Bäume werden erklärt, warum, wieso, weshalb. Das ist ein Walnussbaum. Ich sage mal Lebensbaum. Ihr könnt ihr das Video auf Stopp machen und das lesen, was die Walnuss kann. Das ist die Rosskastanie. Das ist der Baum der Geselligkeit. Die Eibe, der Baum des Todes und der Ewigkeit. Die Esche, das ist der Baum bzw. der Weltenbaum. Die Linde ist der Baum des Glücks. Die Eiche, Baum der Stärke. Die Weißtanne, Mutter und Schutzbaum. Die Douglasie, Baum des Selbstvertrauens und der Energie. Schaut euch das mal an, diese Bäume hier. Ich gehe mal ein bisschen weg und fahre hoch. Wahnsinn toll. Das ist ein Ausflug wert hier. Die Lerche, Baum der Parkfräulein und Feen. So, nun geht's weiter. Nächster Part. Hier geht's zur Zypresse. Die Zypresse, Baum der Unsterblichkeit. Wunderbarer Park nebenbei. Ich rede nicht viel. Hier ist auch schön beschrieben. Nadelbäume, warum, wieso, weshalb, das Baumjahr, auch für Kinder interessant. Ich möchte auch hier sagen, das ist ein unbezahltes Video, das mache ich einfach zum Hobby, ich möchte damit nichts verdienen und euch nur zeigen, was möglich ist in der Natur. Nun weiter zum nächsten. Wird was erklärt über die Fledermaus, Entschuldigung. Alter Keller hier noch. Die Schnecke, was die alles so macht, auch sehr interessant. Man denkt immer manchmal nicht, was die für Aufgaben haben und was die machen. Ich weiß, sehr lästig teilweise im Garten mit dem Salat. Die Eberesche. Die Eberesche ist der Vogelbeerbaum. Benötigen die Vögel dringend auch im Herbst ihre Nahrung zu finden. Man unterschätzt es. Eberesche, dass man mal sieht, wie das ausschaut. Unscheinbar. Die Birke kennt ja jeder. Ist der Baum der Jugend und der Wiedergeburt. Ja, Aufgabe vom Regenwurm. Ganz wichtig. Also auch ganz toll wieder für Kinder. Schön erklärt, ganz einfach. Dann kommt die Buche, der Baum der Runen. Eine wunderbare Allee. Ich führe euch auch teilweise mal einfach durch die Allee. Zur Haselnuss. Haselnuss ist der Strauch der Magie und der Weissagung.
der Weißdorn, Baum der Elfen, auch was ganz Besonderes, der Weißdorn. Weiter in der Allee. Nun zur Maus, die Haselmaus, hat auch bestimmte Aufgaben in der Natur. Der Ahorn, der Baum der Harmonie und Leichtigkeit. Der Igel auch erklärt. Rosskastanie, Baum der Geselligkeit. Kennt bestimmt auch jeder die Kastanie. Es gibt ja mehrere Arten von Kastanien. Es gibt da immer schöne Sitzgelegenheiten hier, also überall. Ich habe natürlich nicht alle drauf und kann die Natur voll genießen, in vollen Zügen, kann ich nur so sagen. Jetzt kommen wir zur Ameise. Auch gut erklärt. Jetzt kommt der Holunder. Sitz der Frau Holle. Der Holunder soll man nicht, bitte nicht unterschätzen. Für Kinderkrankheiten, alkoholfreier Holundersaft bei Erkältungskrankheiten. Ich kann da tolle Sachen davon berichten, wenn jemand was wissen will. Mal die alten Bäume hier. Oh, toll. Was verrät der Schnabel? Auch über Vögel. Was hier die alle für Aufgaben haben, warum, so, weshalb. Nun zum Schluss möchte ich mich natürlich bedanken für das Zuschauen, hoffe, er hat euch gefallen, und einen besonderen Dank an einen guten Freund von mir, André Heichel hier aus Burtenbach, wo diese Schilder und diese Beschreibung von den Bäumen hier ganz toll dargestellt hat. Ja, bis zum nächsten Mal, alles Gute euch!